Hallihallo, herzlich willkommen bei Trashkurs. Martin, Lena, Tessa, bei uns geht's heute um Temptation Island Folge 9. Und wir wurden letzte Folge schlimm zurückgelassen. Ganz schlimm zurückgelassen. Wir haben euch gefragt, war es ein Kuss, war es kein Kuss im Treppenhaus? Zwischen Alex und Vanessa. Zwischen Alex und Vanessa. Ich sag mal so, die Mehrheit war tatsächlich für einen Kuss. Das wunderschöne Gedicht darf man auch nicht vergessen. Oh. Erschreckt euch bitte nicht vor meiner Stimme. Die ist heute etwas angeschlagen. Die ist sexy. Und Martin hat eine Keimzeit. Ja, eine ganz kleine Keimzeit. Und falls ihr noch kein RTL Plus Abo habt, macht euch bitte eins über den Link in unserer Videobeschreibung oder in der Instagram-Bio. Und denn dann könnt ihr auch, die Vorteile sind, ihr könnt Temptation Island gucken, ihr könnt jegliche weitere RTL-Produktion schauen und dann mit uns mitreden. Für die heutige Folge haben wir uns sogar noch was überlegt, ein Lola-Lagerfeuer-Bingo. Zufälligerweise gab es gestern ein neutrales Temptation Island-Bingo auf der offiziellen Seite. Das hat sich jetzt leider etwas überschnitten mit unserer Idee, die, müssen wir dazu sagen, schon seit letzter Woche liegt, weil wir dachten, letzte Woche gab es schon Lagerfeuer. Aber es ist nicht so schlimm. Einfach ein Zufall, ein ungünstiger. Ihr findet dieses Lola-Bingo bei uns im Feed und könnt eigentlich jetzt, während ihr mit uns zusammenschaut, euer Handy aufmachen, das Bingo zur Hand nehmen und fleißig mit runterkreuzen. Oder und ihr druckt euch das auch so schön aus wie wir. Dann könnt ihr sogar mit einem Stift ein Kreuz setzen. Oder was ich euch nicht ans Herz legen würde, keiner von uns, aber ihr könnt es auch als Trinkspiel machen, wenn ihr das unbedingt wollt. Oh ja, aber könnte aber gefährlich nicht werden. Ich mache mir sehr große Gedanken gerade und habe eine große Bitte an euch. Ich lasse bitte diese Bilder, die gerade passiert sind, der Christina erst zeigt, wenn ich neben ihr bin. Was meint ihr, um welche Bilder es geht? Weiß ich gerade nicht. Das mit dem Kuss oder das mit Gedicht? Dem Gedicht? Egal, was er meint, finde ich jetzt. Wenn wir das jetzt sehen und noch dazu seine ganzen Statements davor haben, wo er sich immer ja hier oben irgendwo hinstellt, passt schon wieder gar nicht zusammen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier einen Menschen treffe, der so gut zu mir passt. Tag 9, Tag 10, Tag 11 brachten uns Klarheit. Ist dies bloß nur ein Traum? Muss nicht nochmal sein. Tick-Tack, Track, Track 4, Track 5, Track 6. Guck mal. Ja, ich kauf dem nichts ab. Allergie. Ja, ist wirklich so. Ich möchte nicht, dass sie das sieht, ohne dass ich dabei bin. Das ist meine Bitte an euch. Das ist Temptation Island, Alex. Ja. Ob du den Vertrag gelesen hast? Jetzt, das ist die Szene. Sorry, an den Schnitt. Das ist die Szene, wo sie auch leidet wahrscheinlich jetzt, wo er sagt, oh, Vanessa hat auch so gelitten. Und getrauert. Wir uns alle gefragt haben, warum ist sie traurig? Weil er jetzt traurig ist. Ja. Na klar. Sie spürt's auch. Na klar spürt die das. Die hat Angst vor Christinas Faust in ihrem Auf Gesicht. Auf jeden Fall. Die ist so, ey, ich hoffe, mein Flug geht eher. Oh. Eingeschlafen. Die Kameras. Ich will es alle zeigen. Aus jeder Perspektive. Nein, alles gut. Du bist der Letzte, der sich für irgendwas entschuldigen muss. Du hast meinen höchsten Respekt sowieso die ganze Zeit. Was? Warum denn? Hä? Er ist der Erste, der sich für irgendwas entschuldigen muss und nicht der Letzte. Und er hat ihren höchsten Respekt. Wofür? Ich verstehe das nicht. Meine Mama, weil er zu sehr zu sich steht. Meine Mama hat, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, ob die Mama oder die Oma. Die hat immer gesagt, so wie man einen Typen bekommt, verliert man ihn wieder. Das sagt auch jeder. Naja, wie? Vanessa. Was heißt das jetzt zum Beispiel? Ach so, dass ihr in einem Jahr blüht ihr das Gleiche? Ja, in einem Jahr ist sie vielleicht Christina. Hm. Weißt du wie? So. Ja. Du. Das ist nicht euer Ernst. Ich liebe es. Oh Gott, ist das cool. Halt? Gigi. Ja, stimmt. Mit dem Teddy. Go get back. Go cry. Ich liebe die beiden. Was hat er denn für einen Zettel bitte dabei? Stand auf dem Zettel vielleicht. Muss Gigi gerade Aufgaben erfüllen im Haus? Guck einmal durchs Schlüsselloch. Vielleicht hat er noch von Michelle einen kleinen Liebesbrief. Ja, sieht ein bisschen so aus. Mit dem Teddy zusammen. Aber warum empfinden die das eigentlich als Aufgabe, dass die da eingreifen sollen, oder? Ich glaube, die haben sich einfach. Ich glaube, wenn du dann da drin bist, du hast ja nichts, worauf du dich jetzt konzentrieren kannst. Ja. Die wollen sich auch nicht mit irgendeinem Mädel da einlassen. Ja. Und deshalb sind die so, das ist unsere Mission. Gucken, wie weit geht Alex. Lügt ja uns vielleicht am Ende auch an, weil er ja immer sagt, er war nix. Ich möchte nicht dabei sein, wenn die das sieht. Ganz ehrlich. Normalerweise mag ich so Probleme und so, aber sowas bin ich raus.
Es wäre mir auch zu hart, glaube ich. Da jetzt so mit dabei zu sein, oder was meinst du? Ja, das könnte ich auch nicht mehr befürworten. Nee. Ich bin ja immer sehr locker abgesteckt, auch so ab wann was Betrügen ist und ab wann ich was kritisch sehe. Aber das ist so in den Ansätzen schon so krass, dass man... Es ist so krass ekelhaft. Ja, und die schildern sich beide so neutral noch. So, nee, wir machen doch gar nichts. Was meinst du jetzt? Alex und Vanessa. Ja, das ist alles unrealistisch behandelt da. Ja, komplett. Ich war egoistisch, es hat sich gut angefühlt und ich hab's gemacht. Und ohne eine Sekunde an sie zu denken. Und das ist so falsch. Ich wünschte mir, ich könnte es rückgängig machen. Nee, glaube ich nicht. Ja, das Problem ist, ich kenne uns, wir würden noch mehr abhaten, wenn gar nichts käme. Also wenn gar kein Funken an so einer Einsicht wenigstens mal käme. Ja. Aber diese Einsicht halt jetzt in Folge 9. Die ist auch genauso geplant wie alles andere vorher. Ja. Für mich hat es einfach nur einen dummen Beigeschmack, dass er jetzt Statement nach Statement rausballert, was komplett nicht dem widerspricht, was er da gerade sagt, wo nichts kommt mit, es war doof, es kommt nur, ich bin so mutig, weil ich habe auf mein Herz gehört. Ja. Ja. Deshalb kann ich ihm das da gerade irgendwie nicht abkaufen. Naja, und halt auch so, warum denkst du jetzt auf einmal an Christina, so, du bist jetzt seit bald 2 Wochen da, hast Abend für Abend genossen, gefeiert, Spaß gehabt, getanzt, ohne nur einen Funken an sie zu denken, wie es ihr geht. Und jetzt auf einmal die große Rolle. Deckt sich auch nicht mit den Aussagen, die er vorher getroffen hat über Christina. Ja. So. Hey, 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 hey. Yeah. Nö. Alter, ich jetzt kommt die Lagerfeuer. Einladung. Wir haben schön Aerobic gemacht da. Und auf einmal ist er so. Lala wird halt einfach 2 Wochen lang nichts von Aurelio sehen. Stimmt. Und heute haben wir so Lala leider keine Bilder für dich. Ja, was soll halt auch gezeigt werden? Ja, ist ja so. Gab's ja aber auch noch nie bei Temptation, oder? Sie müssen es eigentlich durchziehen. Ja. Ich hoffe, alle Flaschen sind leer. Ich hoffe, es sitzt keiner vor ihr. Wenn jetzt Gläser geschmissen werden, dann wird's wieder nur Christina was. Also vielleicht ist viel passiert, dass den Männern klar geworden ist, was für tolle Frauen die haben. Und egal wie viele andere Single-Frauen da sind, dass sie uns lieben und respektieren und uns heiraten wollen und Baby. Und mir die Kette schenken, ich will. Die Frage ist halt jetzt so, ist das denn auch allen Frauen klar geworden, was für tolle Männer sie an der Seite haben? Also pass mal ganz kurz, können wir mal ganz kurz recappen. Sandra, wissen wir, ist ihr, glaube ich, nicht so richtig aufgefallen. Lala ist alles beim Alten, weil sie hat nie was gesehen. Michelle ist Gigi, kein Bock mehr auf dich. Und Christina ist auch abgefuckt. Ja. Also da hat niemand irgendwas ins Positive bekommen. Ich will einfach süße, positive Bilder, dass sie nett über mich redet, dass sie sagt, dass sie mich vermisst, dass sie mich liebt und dass sie hofft, dass wir uns bald wiedersehen und keine andere. Was war, du gerade einen kleinen Vogelsound gemacht? Ja. Haben wir das denn von Sandra schon mal gehört in der Villa gegenüber jemand anderem, dass sie Tommy vermisst? Und nicht so wirklich, ne? Ich weiß aber auch nicht so ganz, wie das so, ich meine, die haben eine Fernbeziehung, ne? Ob das, also... Das ist jetzt so, die würde ja trotzdem irgendwie vermissen, aber die wird es ja auch gewohnt sein, mal irgendwie 2 Wochen ohne den zu sein. Glaub ich auch. Meine, die haben ja trotzdem Kontakt. Das und, wer weiß, vielleicht hat sie es ja auch gesagt, aber selbst uns wird es nicht gezeigt. Und jetzt hier nochmal der Reminder, holt das Bingo raus. Ich bin vor allem gespannt, ob sich RTL an Alex seine Ansprache hält und Christina jetzt nicht die Bilder vom Gedicht zu sehen bekommt. Also da bin ich echt gespannt. Das ist so wichtig. Zu zeigen. Die haben das gehört von ihm und dann haben sie gleich nochmal neue Bilder reingeschnitten. Also die kriegt jetzt alles. Der kriegt die doppelte Ladung. Und die kriegt auch zu sehen, dass er die, das so nur rausgeschnitten, sie soll es nicht sehen. Ohne den Teil mit, ich bin dabei. Alter. Dann bin ich jetzt auf deine Reaktion gespannt. Perfekt. Hier, da bin ich jetzt mal auf deine Reaktion gespannt. Alter. Genau das. Du läufst einfach den Bart runter. Wieder fickt er irgendwas, das ist das Futter. Oh, ich nehme so. Alter! Der ist so krank. Geht's der ist noch? Wirklich krank. Wie doll war das? Alter, muss doch wehtun. Blaue Flecken. Und jetzt mal, Leute,
Ich stelle mir gerade vor, ich würde so Bilder von einem Typen zu sehen. Ich würde halt wirklich sagen, der ist gestört. Ja, wie also Albert ist wie und so jedes kind, dritte Mal. Das ist wie so ein Kind, was ständig einen Kopf gegen die Wand donnert. Ja. So. Und er macht es aber, dass er denkt, ja, es sieht voll geil aus. Und jeder denkt sich, es ist null geil. Nee, und was passiert dort mit dem Ding unten rum? Ja, will ich gar nicht wissen. Ich glaube, das wird völlig falsch interpretiert. Okay, ciao. Nein. Oh, Leute. Was passiert denn da jetzt? Sie hat gedacht, das ist ein richtiger Kuss. Ja, weil wenn die Szene länger geht, siehst du ja, dass dass es ein Mann-Kuss war und er den Zettel so dumm gehalten hat, aber nee, also. Ja. Das ist aber eigentlich schon echt gemein, den, ist es auch. Also bei Michelle, dann nochmal sowas. Ja, und ich hatte ja nicht sogar in dieser Situation vorher auch über Michelle gesprochen, dass er sie vermisst und bla bla bla. Ja, und hat er nicht sogar auch gesagt, kein Kuss? Ja, ja irgendwie und sie sowas. Irgendwie sogar noch nur Wange? Och nee, vor allem oh. Sie rennt und wo weg. Rennt sie hin? Sie rennt richtig weg. Du hörst jetzt die Reifen quietschen, macht jetzt so einen Donut da und ich bin weg. Also ich finde das ein bisschen zu unfair, weil es halt einfach nicht so richtig der Tatsache entspricht, ja. Was ihr da gezeigt wird. Man könnte jetzt argumentieren, gut, ist halt Temptation. Wie seht ihr das? Ist das too much von denen? Ja, ist das überhaupt denn noch Aufgabe erfüllt, wenn du den entfremdete Szenen zeigst? Ja, schreibt's mal in die Kommis. Aber vielleicht hat er noch was dazu gesagt, du weißt es doch nicht. Ja, aber dann, dass er in eine Situation kommt, wenn die so auf ihn drauf springt, dann hat es ihn wegzuschubsen. Was ist das für eine ekelhafte Scheiße? Ja, aber das Scheiße. Kam ja zu gar nichts. Und dann sagt er noch zu mir, ja, ich bin als Prinzessin aufgewachsen, hab alles in den Arsch geschoben bekommen. Und ist das so? Ach ja, aber du lebst ja auch von meinem Geld. Also, was sorry, laberst Bro, du, aber, du Fischkopf? Ich kennt halt nicht, dass ich Geld habe, oder? Sie zahlt jeden Döner für ihn. Also warte mal ganz kurz. Ich bin gespannt, was du sagen willst, weil ich werde auch gerade drücken. Ich bin so zwiegespalten, weil ich lache, wenn er als Beleidigung Fisch oder Fischkopf nimmt. Ja. Aber wenn da was anderes dahinter wäre als Beleidigung, du Arschloch, du... Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das einordnen soll, wie böse er es meint. Deshalb, ich kann das nicht einschätzen. Wie meint er das? Was wolltest du sagen? Ich glaube, es ist einfach eine Redewendung, die relativ neutral ist. Ich finde einfach nur, hast du, Gigi, vermisst du Michelle? Boah, übel, ich vermisse die so, so sehr. Und dann direkt wieder Switch. 10 Sekunden into the videos. Was laberst du, du Fischkopf? Er versteht nicht, was das Wort sexistisch bedeutet. So peinlich, dass ich mal Deutsch kann. Bitte bringt sie mal scheiß Wörterbuch zum Deppen, Alter. Oh. Oh, Leute, das ist echt gerade so ein bisschen. Michelle redet gerade noch übers Bloßstellen. Ja. Ich finde, sowas ist aber genauso Bloßstellen und sich mit einer Riesengruppe lustig Schlimmer, zu machen. Meiner Meinung nach. Also ich meine, ja, jetzt kommt ja auch ein Kommentar wahrscheinlich, dass wir uns auch manchmal über die Rede falsch benutzen, ja. Redewendungen oder so lustig machen. Ja, haben wir bei sexistisch gelacht? Ja. Ja. Aber ist Gigi unser Freund? Nein. Da kann man auch mal lachen kurz. Ja. Aber wir müssen es ja jetzt nicht so mega krass ausweiten, wie sie es halt macht. Du sollst lieber mal ein bisschen weniger deine Haare färben. Dann kannst du auch 4,99 aus deiner Tasche holen. Und ein bisschen für deine Frau, Digga, was denn los? Oh. 4,99 für deine Frau, Digga, weil 4,99 deine Haarfärbemittel kostet. Stimmt das, Martin? Kannst du das bestätigen? Nee, ich denke mal, bei Gigi wird es schon ein paar Cent mehr gekostet haben. Weil er jetzt auch das Michelle bezahlt. Da gab es einen Döner-Teller weniger. Nee, oder es war eine Wette mit seinem besten Freund oder so, die er verloren hat. Stimmt, aber hat er gesagt. Kostet der Döner vielleicht mittlerweile 4,99? Ja, schön mehr wär's. Döner-Teller Versace. Ja. Oh, ey. Du musst ein bisschen deine Männlichkeit zeigen. Was ist denn los mit dir? Nee, nicht so. Ich finde Michelle halt auch schon relativ arm dort irgendwie. Ja, sie lässt sich, ich finde, Michelle lässt sich dann, aber es spricht wahrscheinlich auch der Alkohol aus ihr, aber ganz schön mitreißen irgendwie von diesem ganzen dummen Gelaber. Ja da. Gut, aber haben Tommy und Gigi auch in der Situation, wo es darum ging, dass Michelle alles bezahlt, wie bei Nicht so böse wie das. Wie sehr haben die beiden sich aber reingesteigert mit auch der kompletten Verführerinnenrunde. Ja, aber Michelle es war ein Snacken. Gag. Das ist richtig böse gemeint. Aber das andere war nur netter, witziger verpackt, aber ich fand das andere auch böse. Na gut. Also es nimmt sich nicht so viel, aber das ist schon gehässiger. Ja. Ja. Michelle würde ausrasten, wenn irgendeine Verführerin so über sie sprechen würde. Oh mein Gott. Was ein Fisch in meinen Augen. Wirklich, Leute, es gibt Fische und Fische. Aber so einen Fisch habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, können wir das bitte als Kalenderspruch haben? Lola, es gibt Fische und Fische, aber so einen Fisch habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie kannst du so eine lange Aussage treffen ohne Inhalt? Ja. Aber irgendwie kommt es trotzdem an. Man weiß, was er meint. Und alle anderen da draußen so gerade ausgeworfen.
So, der ist es nicht. Lala, du wirkst am entspanntesten. Du kannst wahrscheinlich kaum erwarten, Aurelio endlich wieder zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich zähle das. Tja, heute passiert's nicht. Christina. Eigentlich jetzt. Bin ich echt gespannt. Lala, für dich wartet schon extra Uber draußen. Du kannst schon mal zurückfahren, weil kommt eh nicht bei dir. Nee, jetzt beim so. Lola, beim Lola-Bingo. Lala, / Aurelio. Heute leider keine Bilder ja. für dich. Ja, könnte man ja. hier drüber schreiben. Ja. Ihr seid 24-7 beieinander. Ja. Jetzt wart ihr gezwungenermaßen voneinander getrennt. Ja. Lala, es tut mir leid, aber auch heute... Das kann nicht wahr sein. ...wirst du keine Bilder von Aurelio zu sehen bekommen. Das ist krass. Leute, die ziehen... Ja, okay. Das wird durchgezogen. Die ziehen das durch. Ja. Es ist einfach die erste Staffel... Ich fass das nicht. ...wo jemand durchgängig keine Bilder zu es sehen bekommt. Es gab mal die eine Szene mit Fabienne. Ja, aber... Aber die wurde auch nicht direkt an Lala adressiert. Nee. Das stimmt. Und dass es denen selber auch nicht so doof ist, der Produktion zu sagen, oh, wir müssen jetzt mal einmal, müssen wir die mal was die muss zeigen. Ich fertig machen, 2 Stunden. Ja. Ein Spieler aber auch nur drehen, so kriegen die... Hinkutschen und dann einfach wieder nichts. Ja. Die kriegen die nur so dazu, jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Unterhaltung zu liefern, weil sonst wäre sie so, ja, mein Arzt chillt da drüben und du wärst nur... Mein Mann Aurelio. Mein Lieblingsarzt. Aurelio. Die da drüben, die Welt ist in Ordnung. Ich trinke hier weiter Aperol. Aber sie macht ja trotzdem keine nichts. Tränen. Na, wer weiß. Nee. Meinst du, die Produktion denkt, oh, vielleicht kriegen wir sie jetzt noch den letzten ich finde, Abend? Lola hätte es auch ein bisschen krasser formulieren können. So, ich lasse dich einfach mit dem Gedanken so und ich zeige dir nicht, was er gemacht hat. Aber sie sagt ja, der macht nichts. So sie ungefähr. Hätte ja auch, sie sagt ja auch eigentlich gerne mal, er hat eine gute Zeit da drüben. Ja. Sowas. Und ein bisschen ihm was zu streuen. Es sehr gut genau. zu gehen. Ja, aber da kommt er wirklich nur, ja, Lala, dein Mann macht nichts. Ja. Ciao. Ich würde gerne wissen, wie es ihr geht. Ob sie glücklich ist. Ob sie an mich denkt. Ob sie mich vermisst, so wie ich sie vermisse. Also, ja, bla, bla, haben wir ja. eh nicht dabei. Ja. Das würde mir reichen. Wenn du jetzt gerade eine Sache sagen könntest, was wär's? Dass Lala. Das ist auch so dumm. Also, Lena, wenn du gerade was sagen könntest, was würdest du sagen? Wenn du die Chance jetzt bekämst, was zu sagen, was würdest du jetzt sagen? Ich vermisse meinen Lieblingsarzen. Okay. Ja. Mein Arzt-Lala. Nein, aber das ist halt, ich habe mich gerade genau das Gleiche gefragt. Was soll er denn da jetzt sagen? Lala ja, sieht halt, wenn das? Sie beide wieder zusammen auf der Couch zu Hause sitzen, ein Vierteljahr ja. später. Keine Ahnung. Also wirklich. Mich vervollständigt. Süß. Oh. Punkt für gut über Partner reden. Ja. Es tut mir leid. Es geht nicht. Es tut mir leid. Du wirst keine eigenen Bilder zu sehen bekommen. So, und Aurelio. Ich würde mich verarscht fühlen. Und denk positiv. Denk positiv. Und Aurelio, Junge. Atze, sag einfach Atze. Der Atze ja jetzt wirklich wieder mit der letzte Sherlock. Ja. Guckt ja jetzt bei den anderen in die Videos so mit rein. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Können wir nochmal zurückspulen? Ja. Für Tommy. Ja. Und dann nochmal so reingelunscht. Aber sie hat schon gesagt, keine eigenen Bilder. Als ob Lala nochmal zwischendurch. Also gut, sie kam ja schon. Er hat sie ja bei Gigi's. Bei Michelle. Ja. Christina, eine Sache vorweg. Du bist eine unfassbar starke Frau. Eine Sache vorweg, hier ist eine Zwangsjacke und jetzt geht's los. Oh. Du bist eine unfassbar starke Frau, klingt da auch schon mal gut. Ja. Auf jeden Fall eine Sache vorweg, wenn du dich jetzt nicht am Riemen reißt, fliegst du und Alex sofort raus hier. Siehst du die Person? Aber ihr müsst Vanessa mitnehmen, denn es ist leider die Dualseele Alter, von Alex und wir können sie nicht mehr trennen. Oh mein Gott. Oh. Ich habe einen heilen Respekt, dass du hier nach wie vor sitzt. Voll unbequem, oder? Oh. Wie ist denn? Was ist das, Alter? Wo schläfst du denn im Kleid? Ja, ich hab mir jetzt nichts. Was ist das, Alter? Warum schläfst du in einem Kleid, hat er gesagt? Ja, ich glaube, schon mal ja. was von einem Nachthemd gehört? Nee, sorry, du kannst schlafen, wie du willst, aber Kleid nein, nicht. Sie hat ihr sie Kleid hat ja an. Ihr Kleid noch an. Aber so schlimm ist es doch jetzt nicht einmal ein Kleid an. Hat du damit mal pennt? Mhm. Wer kennt's denn nicht? Aber er will doch bei vielleicht den Kleidern kleinen. Schon. Wo hier ist so hier ausgeschnitten, hier und da und sie es ist eigentlich so super eng geschnürt. So. Ja. Oh, ja. Alex. Und vielleicht will er halt auch mal kurz einen Blick auf den Body riskieren. Du, ich geb dir einen Crop-Top von mir. Ja. Also meine Unterhose. Das ist so eine ne? Das ist so eine Oh, ich weiß, was du gesagt hast, ich Christina. Auch. Warum schlafen wir jetzt? Wäre ich hier eigentlich? Ich schlaf gar nicht mehr im Bett. So liegt sie da? Meine Fresse, Alter. Könnt ihr die hier mit einladen? Oh! Oh,
Ja, bitte, aber das ja. Ich hab so Bock. Ja, aber das ist halt Promi-Boxen. Ja, Leute, ja. Sie kann ja auch in Unmut gegen Vanessa hegen. Aber das macht ja jetzt RTL, bringt ja Christina noch mehr dazu, jetzt auszurasten, ja. Indem sie ja nur Bilder zeigt, die ihr sagen, oh, was für eine kleine Piep, die zieht naja, sich so klar. aus von meinem Typen, die macht das und das und das, ja. anstatt ihr direkt die Bilder mit Alex zu zeigen. Ich bin gespannt, ob das einfach nur der Vorgeschmack ist. Dass sie jetzt, kriegt ich, eine zweite ich Ladung. Ich bin ja schon mal froh, ist jetzt ein komisches Wort irgendwie, aber dass sie sieht, dass sie mehrmals bei ihm pennt und dass das nicht eine Ausnahme war. Ja. Dass sie da schon mal ein bisschen abgehärtet ist. Naja, abgehärtet, ne? Ich finde, das, was kommt, kann sie nicht vorbereitet sein. Die Idee mit den Promi-Boxen müssen wir nochmal hochholen. Vanessa gegen Christina, ja. Alex gegen Salvatore. Ja, Dance-Battle Alex gegen Salvatore. Und die Gewinner dann jeweils nochmal gegeneinander. Oh, wild. Also so übelst sinnlos. Salvatore gegen Christina. Vanessa. Ist das so, ja. Nee, Christina würde halt Vanessa kalt machen. Die würde das Ohr abreißen. Den Dutt rausreißen. Nee, einmal Knockout, Vanessa. Nicht mehr ansprechbar über 4 Wochen. Oh, ne, Bro. Und Christian hat's verdient. Ich verstehe nicht, was das für ein Kindergarten soll. Ich habe zu denen gesagt, keine Frau wird bei dir schlafen. Und ich weiß nicht, wieso er sie da reinholt. Ich habe gesagt, er das ja gar nicht. Ja, das werde ich mit ihnen klären. Aber sie wird auch noch sehen. Nee. Oh yes, Baby, doch Bock. Ich weiß, dass du Bock hast. Ja, klar, ich will es bitte sehen. Finales Lagerfeuer, Christina, Vanessa, oh, Alex nee, schon Leute, weg. Es gibt aber nichts Ekligeres, als wenn du in so einer Situation bist wie Christina. Du redest, plapperst drauf los, stellst Sachen auf. Und wenn du dann diese eine Freundin hast, die ganz klar sagt... Ja, aber es ist, braucht nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden. Nee, aber die dann halt wirklich so klar ausspricht, weil er sich verliebt hat. Und du denkst dir so, notwendig. Warum musst du mir das jetzt hier gerade so sagen? Du weißt es eigentlich, aber das ja, knallt nochmal anders. Aber es ist wirklich notwendig, das an dieser Stelle schon so rauszuarbeiten, bevor es wieder, schön geredet das wird. Das ist auch gut, aber es ist halt in dem Moment für sie natürlich nochmal eine Bombe. So. Auch wenn sie es weiß. Die kriegt noch mehr zu sehen, ich weiß es schon jetzt. Ja. Dann soll er das Gedicht. Oh, ja. Das sind ja jetzt nie alle Bilder. Leute, das kann es jetzt nie sein. Hey, warte kurz. Nee, ey, RTL, nee. RTL, wollt ihr uns komplett... Nein, das war's ja noch nicht. Das Lagerfeuer ist nicht zu Ende. Nein, aber Sandra wird jetzt wahrscheinlich dran sein. Jetzt ist Tommy dran, der heult jetzt, oder Alex. Ja. Wenn das... Leute, wie seht ihr das? Ist das jetzt dumm? Also ich erwarte eigentlich, dass mehr gezeigt wird, weil... Michelle kriegt ja diesen Kuss zu sehen mit ja. Gigi. Lasst uns doch mal kurz in die Vorschau reinschauen und dann... Ich sag dir, da kommt nichts mehr. Nee. Ihr kommentiert bitte, dass ihr das auch doof findet. Die Bilder, die ich gesehen habe, haben mich abgeschreckt. Andersherum habe ich auch irgendwo mich emotional geöffnet. Was ich nie für möglich gehalten hätte. Aber Vanessa bringt irgendwie alles mit, was ich halt in der jetzigen Beziehung misse. Und das habe ich hier erst realisiert. Ah, was denn? Warte mal kurz. Werte und eine Dualseele. Das ist schon wieder dieses, hattest du das letztens gesagt? Dieses, er hat ja irgendwie 90% mit, also wir sagen es jetzt einfach mal, 90% werden von Christina erfüllt und 10% nicht. Und die 10% hat Vanessa, aber die 90% nicht. Aber er denkt so, geil, 10%, ja, ich nehme das. Ja. Ist aber Abfuck. Ist nicht nur ein Problem, was bei ihm so auftaucht. Ja, da gibt es so einige mehr, die sich dahinter reihen. Ja. Alex, du wirst heute keine Bilder von Christina sehen. Lieben wir. Geil. Aber, I like that. Aber mit Ansage. Ich habe es mir vorhin schon gedacht, als er meinte, ich würde es schon heute ziemlich kacke finden oder mich würde es sehr verletzen oder irgendwas verunsichern, wenn ich heute keine Bilder von Christina sehe. Ich glaube, das fruchtet auch am meisten. Und das ist geil. Fällt mir Weil er wird denken, scheiße, die macht original gar nichts da drüben. Sandra, wie sehr genießt du Ey, Leute, das sorry. Das ist echt albern, das Gedicht da nicht zu zeigen. Nee, wir hatten noch andere Tanzszenen. Wir hatten noch so viele Szenen, die jetzt hätten gezeigt werden müssen. Da sind ja wirklich die Bettszenen das Unwichtigste. Voll. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie sich, wie viel Endlagerfeuermaterial sie ihr zeigen wollen, eine Stunde? Sie müssen es ja irgendwann zeigen, weil das sind ja schon Sachen, die sehr elementar, finde ich, sind für die Beziehung von denen. Na gut, eigentlich ist es egal, ob sie es jetzt zu sehen bekommt oder beim Endlagerfeuer. Ja. Weil wenn sie jetzt, selbst wenn die Produktion so tickt und sagt, ey, wir können das jetzt noch nicht machen, weil dann ist die wirklich komplett los. Dann bricht die ab. Und beim Ende hat sie vielleicht wirklich wenigstens Alex, aber das ist eigentlich völlig egal. Ich hätte mir wenigstens das Gedicht gewünscht. Und ich hätte mir wenigstens einen Tanz gewünscht. Nee, es ist notwendig. Eigentlich ist es notwendig und eigenartig. Es streut ja jetzt fast ein falsches Bild. Zeigt ja zu wenig von dem, was er gemacht hat.
dafür, dass sie an anderen Stellen das ja so falsch rausarbeiten. Ja, ich glaube, für Christina reicht das trotzdem, aber vielleicht hatten sie es wirklich, ist halt nie richtig. Vielleicht hatten sie wirklich einfach Angst, ja, dass sie abbricht und sagen, nee, so kurz vorm Ende, wir wollen das Endlagerfeuer, wir wollen, dass sie nochmal richtig explodiert. Oh. Sandra, ich muss dir leider sagen, du bekommst heute keine Bilder von Tommy zu sehen. Hä? Ja gut, aber Tom hat auch nichts gemacht. Ja, waren die ganzen Kamera. Ja, aber echt immer nur zwei Leute, aber die was kriegen? Die können nichts. Die können ja nichts von Tommy zeigen. Die letzten aber was Bilder Schönes. Von Sandra, die haben dir ziemlich wehgetan. Sandra ist für mich meine erste Liebe und ich will, dass es meine letzte Liebe ist. Ich will positive Bilder und... Ach, ich glaube nur an die beiden. Das Beste. Ich auch. Sandra, ich glaube nicht. Warte mal ganz kurz eine Theorie von unserer Seite. Wir wissen, sie sind wirklich genauso ahnungslos wie ihr, was der Stand bei Tommy und Sandra ist. Und die beiden sind Experten darin, wirklich, selbst die Verwirrung zu verwirren. Ja. Ihr seid selber schon so verwirrt, dass ihr sagt, ey, hier die französische Musik bei Sandra, sind das irgendwelche Andeutungen? Ja. Jetzt hat sie auch irgendeine Baustelle. Ja. Also ich glaube, dass danach tatsächlich kurz Schluss war und sie jetzt wieder zusammen sind. Ich glaube, wir können das noch gar nicht abschätzen, wie es mit den beiden da geht. Entweder geht es jetzt in Richtung Trennung oder es geht wieder in Richtung Schweiß doch nochmal zusammen. Nee, deswegen habe ich ja gesagt, ich kann es einschätzen. Ich glaube, die sind beide selber verwirrt und wissen gar auch selber nicht mehr, ob sie jetzt zusammen sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das im Nachhinein rauskommt. Die waren wirklich nach den Dreharbeiten getrennt und haben wieder zusammengefunden. Ach, ich weiß gar nicht. Nur so eine Theorie von mir. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Macht das. Bitte, danke. Aber gut gemacht. Wenn da jetzt nicht die Kuschelszene gezeigt wird, dann ist es Quatsch. Ja. Mann. Gerade vorbei. Hä? Gigi Saura. Geh wirklich nicht. Na, Mann, Lena. Ja, ich weiß, aber wir müssen die Stimmung zum Kochen bringen. Die kocht schon, Mann. Nein, aber ich musste gerade lachen, als Gigi sagt, cut vorbei. Ja. Und dann sagt Emily, liebst du Michelle noch? Ja. Und also, hä? Bist du blöd? Ja, was soll ich machen? Aber ich freue mich, dass er seinem Bro so beisteht und dass er auch selber so drin ist. Ich muss sagen, dass wenn Lala sich so verhalten hätte, da gäbe es gar keine zwei Meinungen für mich. Das Spiel wäre sofort beendet. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, die macht man einfach nicht und man nutzt auch die Liebe eines jungen Mannes nicht aus. Oh Gott, wie er das ist. Was mischt denn jetzt auch Aurelio damit? Also ich weiß jetzt auch gar nicht, warum wird das jetzt bei Sandra so dolle bewertet und die befinden sich mit einem Alex zusammen im Haus, in einem Haus. Ja, keine Ahnung, aber Aurelio und Lala labern immer beim Lagerfeuer wie die Co-Moderatoren von Lola rum, weil die eher nichts anderes sagen können, so, also von daher. Ja. Und wenn es halt für ihn dann die Grenze da halt wäre, mit einer offenen Beziehung, na gut, nee, passt schon alles. Aber mir tut es einfach nur Tommy gerade übelst leid, weil er das gar, ich glaube, der will einfach nur jetzt im Erdboden versinken und nie wieder wach werden. Der sitzt da, will nichts hören, will nichts sehen, ist die ganze Zeit so am Rumwackeln und muss da jetzt gleich noch was dazu sagen. Es tut mir jetzt schon leid. Ja, für mich ist es immer noch, war der Zusammenschnitt relativ harmlos. Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Tommy das schon bei dem ersten, wo Sandra nur so im Arm war und hier, das für ihn schon too much war. Also, ohne mal dass gesehen. Sie sich darüber unterhalten haben, dass das nicht passiert. Genau, und was heißt harmlos, wenn dann wirklich schon so gekuschelt wird? Und dieser so Deckenmoment, er weiß ja wirklich gar nicht, er sieht nur das. Aber ich finde es halt einfach wirklich gerade super weird, von Aurelio und so da jetzt zu sagen, oh nee, und jetzt auch, ist hier Cut und das ist alles viel zu doll, das geht alles gar nicht. Das ist, motiviert ja nicht. Nee, und macht wie gesagt, immer noch, schlimmer. Ihr seid halt auch mit Alex in einem Haus, wie wär's denn, wenn ihr mit dem kurzen Sprechzirkel macht und sagt, mit dem haben die abgeschlossen sowieso. Ab, glaub ich auch. Die sitzen das nur die gemeinsame Zeit aus. Oh nee. Wann kommt denn Tommys Meinung? Aber das ist halt auch so viel Meinung, die bei dem jetzt noch mehr reinkickt, weißt du? Anstatt, dass er sich erstmal selber Gedanken machen kann. Sorry. Ich sag dir trotzdem, dass genau das ist der Grund, weshalb ist für mich, wenn ich jetzt gefragt werden würde, ob ich der Verführerin da sein möchte. Wir sagen ja immer, ja geil, die machen ihren Job gut. Aber wenn ich dann wüsste, ich wäre irgendwie dafür verantwortlich, mitverantwortlich, dass sich jemand gerade so das Leben zerknallt quasi, kann ich nicht. Siehst du ja erst im Nachhinein. Ja, aber damit als normal denkender Mensch kann man ja im besten Fall damit rechnen, wenn man nicht gerade Udo und Emmy vor sich hat da. Ey, und das triggert mich so hart, dass die sagt, ey, ich hab kein T-Shirt, dann lauf doch kurz in dein armes Bett, Alter.
und hol dir ein T-Shirt. Ist aber so. Ist ja so, hol dir ein T-Shirt. Egal, was ich sage über sie, das ist mein Recht. Ja, warum verlangst du... Doch. Nee. Doch, ich will dann noch einen Kampf. Aber nicht egal, was sie sagt. Doch, Martin, dieser soll die Rund machen? Ringrichter, der unbedingt noch einen Kampf will. Du würdest die auch noch beide vorher kurz aufsuchen in der Kabine und sagen, weißt du, was die über dich gesagt hat? Obwohl es gar nicht stimmt, das würdest das du würd machen. Das würde ich Christina sagen und ja. Vanessa würde ich sagen... Christina, würdest du noch mal ihre Nägel ein bisschen spitz feilen und sagen, so Baby, let's go. Ich bin doch nicht für beide Schiedsrichter, ich bin der Trainer von Christina. Ich weiß doch. Ich kann da nicht neutral handeln. Aber trotzdem mal kurz, ich glaube, wir sind der Meinung, es ist nicht ihr gutes Recht, jetzt alles rauszuhauen. Ja, es ist ihr gutes Recht, beleidigt. Das zu denken und das zu fühlen. Das vielleicht haben die auch positive Worte gepiept. Sie ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Netter Mensch. Ein netter Mensch. Habe ich in irgendeinem Moment im Haus etwas gemacht, wo einer von euch gedacht hat, das ist nicht cool. Wirklich gar nichts gemacht. Nee, Leute, und das hasse ich, das ist doch das Gleiche, was Christina nach dem letzten Schlüsselloch gesagt hat, was sie von Alex bekommen hat, dass sofort diese Menschen denken, hab ich irgendeinen Fehler gemacht, hab ich irgendwas gemacht? Ich glaube, er meint das auch. Was den Ausschlag dazu gegeben hat, so zu handeln. Ich glaube, das meint er gar nicht so. Doch. Also ich habe jetzt gedacht, er meint im Sinne von, er hat sich halt nicht zu Schulden kommen lassen, er hat sich an die Abmachungen gehalten und sie halt nicht. Und das will er nur noch mal rausarbeiten. Könnte beides sein. Also mal gucken, ob er es noch ausführt. Aber kein Grund rechtfertigt ihr Verhalten. Das stimmt. Und das, was sie gesagt hat, das stimmt. Kein Grund rechtfertigt sowas. Ganz einfach. Das stimmt. Auch das ist für mich eine ganz neue Sandra. Eine Sandra, die ich auch... Los, komm, es reicht. Leute. Mich auch... Ich weiß nicht, die ich auch nicht lieben kann. Vorschau. Und so geht es weiter bei Temptation Island. Und nicht, dass er jetzt nochmal reinkackt. Wollt ihr mich verarschen? Ich wusste es. Mit dieser Brille. Mann. Oh, was? Das ist doch nicht hier ernst. Also sorry, das war die sinnloseste Vorschau der ganzen Welt. Ja. Der ganzen Staffel jetzt hier gerade. Der ganzen Welt? Der ganzen World und der ganzen Staffel. Das war jetzt ganz schön lange. Gott, sorry. Ich fand, in der Folge haben sie es jetzt schon ganz schön ausgereizt, wie es den Kandidaten geht. Mhm. Das ist hoffentlich bald vorbei. Ich habe halt Schiss, dass jetzt Sandra noch mehr Scheiße baut, so wie er jetzt gerade reagiert hat. Safe. Und ich wünsche mir einfach nur, dass Tommy trotzdem nichts macht. Das würde ich mir einfach so persönlich, charakterentwicklungstechnisch wünschen. Ich denke, er könnte da auch gar nichts machen. Ich glaube, der kriegt sich gar nicht dahin geswitcht, dass er sagt, ich nutze jetzt hier eine Frau. Ja, und das hoffe ich. Ich habe halt nur Angst, warum wir gar keine Bilder aus der Frauenvilla gesehen haben, außer zum Temptation Sound. Wie sehr wird Christina bitte noch ausrasten? Ich hoffe ja wohl nicht. Nee, dass da haben wir schon das Maximum gesehen, denke ich. Ich hoffe ja wohl nicht, dass sie dieses Gedicht jetzt durch ein Schlüsselloch bekommt. Das fände ich noch kranker, wenn sie das darüber zu sehen bekommt. Und den Halbkuss. Und, ach nee. Hört doch auf. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu jetzt hier, auf die letzten paar Meter. Wir denken, jede Folge, es kann nicht schlimmer werden, wird es aber wahrscheinlich trotzdem. Ihr wisst, was ihr zu kommentieren habt. Wir hatten einige Fragen, alles andere, was euch auf dem Herzen liegt, auch in die Kommis oder bei uns gerne. In die DMs bei Insta. Beim Bingo vorbeischauen bitte und kommentieren, wie viele Kreuze ihr gemacht habt und ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt. Verbesserungsvorschläge und ein Bingo habt. Besser ihr bleibt. Ciao. Tschüssi.